Der Krieg in der Ukraine, wie wirkt er sich auf dein Hausbauprojekt aus? Jetzt sofort bauen oder lieber noch warten? Bei vielen könnten die Rohstoffe knapp werden. Und damit du nicht in eine Zwickmühle während des Baus gerätst, schau dieses Video bis zu Ende. Wir sagen dir, welche Rohstoffe werden teurer? Wird Bauen in Zukunft wieder billiger werden? Und wenn ja, wann könnte das so sein? Wenn du an der Entwicklung der Baupreise in dieser kritischen Zeit interessiert bist und mehr zu diesem Thema wissen willst und mehr zur Entwicklung wissen willst, dann zeig uns das mit einem Daumen hoch und dann drehen wir mehr Videos zu diesem Thema. Mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen seit 20 Jahren Häuser im englischen, amerikanischen und skandinavischen Style. Und wir haben schon über 400 Familien in ihr Haus mit Seele geholfen. Ein eigenes Haus zu besitzen, das ist wohl der innigste Wunsch, seitdem die Menschheit sesshaft geworden ist, von jedem. Und mich würde natürlich interessieren, an welcher Stelle steht ihr denn? Habt ihr schon gebaut? Seid ihr mitten im Bau? Was sind eure größten Befürchtungen, wenn ihr jetzt anfangen wollt zu bauen? Was sind eure Sorgen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich greife das gerne auf und mache auch gern ein neues Video daraus. Ich gebe euch heute einige Ausblicke zur momentanen Lage in der Baubranche. Es ist ja nicht ganz unbekannt, dass seitdem die Pandemie ausgebrochen ist, vor etwa 2 Jahren, dass denn die Nachfrage an ein Wohneigentum enorm gestiegen ist. Spätestens da hat jeder gemerkt, wenn ich zu Hause eingeschlossen bin und ich bin in einer Wohnung, kann nicht rausgehen, kann keinen Garten haben, das halte ich irgendwo nicht aus. Also die Kinder müssen raus, es muss die Natur gerochen werden, man will sich draußen im Garten bewegen und will nicht immer nur auf Freiflächen unterwegs sein in der Stadt, die öffentlich für alle sind, sondern man will seine Privatsphäre haben. Die Privatsphäre soll schön sein, man muss sich wohlfühlen können und man muss sich zurückziehen können. Und ich denke, durch die Pandemie ist es jedem nochmal bewusst geworden, dass man seinen eigenen Stützpunkt haben muss, seinen Kraftort, wo man Energie tanken kann und dass er was Eigenes sein soll. Also nichts zur Miete, wo man jemand anders reinmacht, wo man fragen muss, wo man nicht grillen kann, wann man will, sondern wirklich etwas, was man sein Eigentum als sein Eigentum, sein Land betrachtet, wo man rausgehen kann, sich in die Sonne legen kann und niemanden fragen muss. Diese starke Sehnsucht der Menschen, die durch das Einsperren jetzt so richtig herausgekommen ist, die hat natürlich dazu geführt, dass ein regelrechter Baumboom weltweit begonnen hat. Also nicht bloß in Europa oder in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, sondern Tatsache weltweit. Und das hat unter anderem natürlich zu einer Lieferknappheit von Baustoffen geführt. Dazu kommt jetzt noch erschwerend die Lage, die wir in Russland haben oder besser gesagt in der Ukraine haben. Da ist ja seit gestern der Fall eingetreten, dass dort der Kriegszustand verhangen wurde und Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Dazu vorausgeschickt muss man wissen, dass zwischen Russland und Deutschland primäre Rohstoffe, Fahrzeuge und auch Maschinen gehandelt werden. Das heißt, 59% aller Importe aus Russland sind Erdöl oder Erdgas. Und primäre Rohstoffe, das sind halt Sachen wie Erdöl, Erdgas, aber auch Metalle wie Gold für die Chipherstellung, wie Silber oder Magnesium. Also alles, was wir primär brauchen, um überhaupt etwas herzustellen, die Wirtschaft anzukurbeln, diese primären Rohstoffe, davon kommen 59% aller Importe aus Russland. Bleiben wir mal bei einem primären Rohstoff, wie zum Beispiel Magnesium. Magnesium, die größten Vorkommen von Magnesium sind in Russland, aber auch in China und auch in Australien. China ist die Kette abgebrochen, das heißt, mit der Pandemie und auch einer geänderten Energiepolitik in China ist die Lieferung der Vorkommen mit Magnesium zu Ende gegangen oder beendet worden. Das heißt, es gibt die Magnesiumherstellung jetzt eigentlich nur noch Ausweichländer wie zum Beispiel Russland oder Australien. Aber erstens sind dort die Ketten noch nicht, also die Lieferketten einfach noch nicht in dem Maße, wie sie vorher bei China zu finden waren, etabliert worden. Und zum anderen kommen wir jetzt natürlich zu dem Ukraine-Effekt und wo es überhaupt fraglich ist, ob Magnesium aus Russland importiert werden kann.
Und Magnesium ist jetzt zum Beispiel eine Grundvoraussetzung für die Aluminiumherstellung. Und wenn ihr überlegt, dass alle unsere Fenster sind dreifach verglast und das sind immer Holz-Aluminium-Fenster, bedeutet das, wir haben im Moment eine utopisch lange Wartezeit für dieses Aluminium der Fenster. Oder ich könnte euch zum Beispiel ein Beispiel sagen, wir haben bei einigen Häusern bei uns Aluminium-Fensterläden, damit man die nicht mehr streichen muss und weil die farblich einfach sehr identisch sind mit den Farben von der Tür und nicht verwischen oder sich abwaschen. Deswegen nehmen wir das sehr gern und man braucht sie nicht mehr pflegen. Und ich habe von Vorjahrwoche zu dieser Woche für einen Fensterladen eine Preissteigerung von 100% von letzter Woche zu dieser Woche. Das heißt, Aluminium für diese Stelle fällt aus, weil dann ist man doch so weit, dass man sagt, okay, ich nehme mir doch lieber einen Holzfensterladen und tue den mit Industrielack versehen und das hält genauso gut und sieht genauso gut aus. Also auf sowas kann man dann zurückgreifen. Dann der nächste primäre Rohstoff wie Erdöl kommt ebenfalls aus Russland. Und wenn man sich überlegt, dass von 2020 zu 2021 ist praktisch der Import von Erdöl und von Gas nochmal um 50% gestiegen, obwohl es vorher schon mal gestiegen war, also mit Beginn der Pandemie, das ist auch schon mal so enorm gestiegen, ist es nochmal von 20 zu 21 um 50% der Import aus Russland gestiegen. Und wir brauchen natürlich das Erdöl für alles, vor allen Dingen für Kunststoffe. Es ist nicht rauszudenken aus unserem täglichen Leben. Das heißt, sämtliche Dampfbremsen, die wir benutzen, sind aus Kunststoff oder die Sekralbänder zum Verkleben der einzelnen Stöße sind aus Kunststoff. Und das kommt ebenfalls, also im Ursprung durch diesen primären Rohstoff von Erdöl, kommt das aus Russland. Der nächste große Punkt ist, dass 90% des Baustahles aus der Ukraine kommt, beziehungsweise aus Weißrussland oder aus Russland. Eine Verschärfung der Ukraine-Krise, ein Kriegszustand, wie wir es jetzt haben, bedeutet natürlich, dass wir eine exorbitale Verteuerungsrate dort im Baustahlbereich haben. Und Baustahl brauchen wir für jede Bodenplatte, für jede Bewehrung, jeden Keller, für alles brauchen wir Baustahl. Und wir haben es jetzt unsererseits so gemacht, dass wir gestern 1000 Tonnen Baustahl geordert haben und für uns gekauft und gebunkert haben, um ein Jahr Vorlauf jetzt zu haben, um die Bodenplatten, die wir jetzt in Bestellung haben, zu realisieren. Aber kommen wir nochmal gleich davor zum Öl. Auch das haben wir diese Woche gemacht. Wir haben für 250.000 Euro XPS-Dämmung gekauft, weil durch das Öl wird natürlich auch keine Dämmmaterial mehr hergestellt. Wir haben das jetzt nicht aus Russland, weil die Einkaufsstrecken versiegt sind inzwischen. Wir haben in Slowenien für 250.000 Euro jetzt XPS-Dämmung geordert, sodass wir Bodenplatten also zumindest die nächsten 15 Bodenplatten abgesichert haben. Und dann müssen wir weiterschauen, wie es weitergeht. Das ist überhaupt der einzige Grund, warum wir die Preise halten konnten für den Bau von Bodenplatten bis zum heutigen Tag und die sich nicht geändert haben. Seit Mitte letzten Jahres sind wir immer noch beim gleichen Preis geblieben oder haben den einfach halten können und weitergeben können. Jetzt haben es natürlich kleine Hausbauunternehmen besonders schwer, dem Ganzen entgegenzuhalten und die können natürlich nicht in dem Maße Baustoffe vorab kaufen, weil erstens ist es natürlich ein finanzielles Problem und zweitens ist es einfach ein Lagerproblem. Man hat einfach nicht die Lagerkapazitäten, um einfach mehr einzulagern. Wir sehen das auch bei kleinen Zimmereien, die wir kennen. Da ist es auch so, dass die zwar die Auftragsbücher voll haben und dann vielleicht sogar das Holz geordert haben und bekommen haben, aber dass dann einfach zum Aufbau Schrauben fehlen oder Anker fehlen und damit das Haus einfach nicht aufgebaut werden kann und die Arbeiter in Kurzarbeit geschickt werden müssen, trotz voller Auftragsbrüche. Und das ist schon ein Problem. Und das sehe ich aber eher, also wer groß ausgestellter ist und große Verbindungen hat und auch die Möglichkeiten der Lagerung hat, der schafft das, so wie wir das auch jetzt bewerkstelligt haben. Nun könnte man sagen, natürlich bei Bodenplatten, wir brauchen gar keinen Stahl, sondern wir können das mit Faserbeton machen. Aber Faserbeton besteht nun auch einmal aus Kunststoff und dort sind wir wieder im gleichen Kreis. Wie sieht das Leben jetzt auf einer normalen Baustelle aus?
durch diese, vor allen Dingen durch den Mangel an Aluminium, das ist eines mit der bedeutendsten Sachen für uns, weil Aluminium in so vielen drin ist, unter anderem nicht bloß in den Fenstern, die könnte man noch umgehen mit den Holzfenstern, aber zum Beispiel in den Verbundrohren für die Fußbodenheizung ist Aluminium drin. So, man will eine Bodenplatte bauen, man kann nicht mehr einfach ordern, Aluminium, also praktisch Fußbodenheizung ordern, die wurde just in time auf die Baustelle gebracht und die Arbeiter sind parallel dazu hingefahren. Also das Auto kam mit der Fußbodenheizung, die Arbeiter sind hingefahren, haben es verlegt und dann war gut. Sowas funktioniert überhaupt nicht mehr. Man bekommt Aluminium oder die Verbundrohre von der Fußbodenheizung auf Zuteilung. Das heißt, entweder man ist einem großen Verbund drin, wo man so und so viel abnimmt und dementsprechend auch viel zugeteilt bekommt und kauft immer auf Vorrat und muss wieder das Lager haben, um das Ganze zwischenzulagern. Anders geht es im Moment überhaupt nicht. Oder man ist ein kleinerer Betrieb, dann ist man örtlich angebunden, gut angebunden. Und die großen Einkauf- oder zentralen Einkäufe, die zentralen Einkäufe für die Heizung- und Sanitärleute, die verteilen das dann praktisch auf ihre regionalen Handwerker und geben dort auch bloß keine kleine Bruchteile raus. Also desto größer man ist, desto größer sind auch die Chancen, dass man ausreichend von diesem Material bekommt. So, aber wie gesagt, auch wir kaufen das auf Vorrat. Genauso ist es mit Kupfer. Kupfer ist ebenfalls eine Mangelware, auch einer der großen Zulieferer Russland. Und durch die Verschärfung der Krise in Russland, natürlich kommt es dort auch zu den Verteuerungen. Kupfer ist genau das Gleiche. Das heißt, wenn der Elektriker kommt, wir können nicht mehr just in time einfach eine Rolle Kabel bestellen, die dann auf die Baustelle kommt und man legt los. Nein, es muss genauso vorgeordert werden für die nächsten paar Häuser, um überhaupt hier einen Ablauf garantiert zu bekommen. Die Wartezeiten für Aluminiumfenster, die letzten, sagen wir mal so, die letzten 2 Monate waren etwa 16 Wochen. Das heißt, wir brauchten 16 Wochen Vorlauf, ehe die Fenster kamen. Und erst dann konnte man das Haus praktisch bauen, weil wir die Fenster ja im Werk jedes Mal einbauen. Das heißt, man muss erst auf die Fensterlieferung warten und dann auf den Einbau. Jetzt geht es in Richtung Sommer. Das heißt, wenn wir heute ein Haus bestellen, kann es frühestens Anfang Oktober ausgeliefert werden. So sind die Lieferzeiten im Moment. Das heißt, wenn ich ein Fenster in Skandinavien bestelle, dann habe ich im Moment die 16 Wochen plus 4 Wochen oder 5 Wochen für die Sommerferien, die in Schweden und Skandinavien halt üblich sind. Und danach kann erst das Haus gebaut werden und danach erst ausgeliefert werden. Das sind im Moment die Zeiten. Noch prekärer sieht es aus bei Wärmepumpen. Wärmepumpen, die wir in Skandinavien kaufen, die haben eine Lieferzeit, wenn ich die per heute, ich weiß gar nicht, welche Kalenderwoche wir haben heute jetzt Ende Februar, wenn ich die per heute bestelle, kriege ich die ausgeliefert in KW 50. Das ist kurz vorm Jahresende. Also so eine Lieferzeiten sind da jetzt zu verzeichnen. Auch da mussten wir uns behelfen und sind jetzt zurückgekommen. Das ist natürlich auch eine große Chance für junge Unternehmen. Wir haben ein super junges Unternehmen gefunden, das Wärmepumpen herstellt. Die gleichen Wärmepumpen wie die skandinavischen Wärmepumpen. Und die können wesentlich schneller liefern. Also das sind dann einfach neue Wege und neue Chancen für Leute, die flexibler sind und andere Zugänge zu den Märkten haben. Es gibt aktuell also nicht einen perfekten Weg zu bauen, sondern man muss einfach flexibel sein. Und die gewinnen, sind die, die einfach schnell handeln und flexibel sind. Keine Angst haben und einfach geradeaus gehen und aus der jetzigen Situation das Beste machen. Wir machen es zum Beispiel jetzt bei uns so, dass wir sagen, okay, wir empfehlen im Moment keine Aluminiumfenster mehr, weil wir nicht wissen, wann diese Lieferzeiten wieder kommen, sondern wir gehen back to the roots, so wie wir vor 5 Jahren noch alle Häuser gebaut haben und Langzeiterfahrung haben mit unseren Holzfenstern, die einen Industrielack haben. Und wir bauen ja seit 2021 und ich habe noch nicht eine Fensterreklamation, wo der Lack oder irgendetwas abgegangen ist. Also wir greifen wieder dazu zurück, um einfach eine solide Planung machen zu können. Wer das nicht möchte, sondern auf seine Aluminiumfenster warten möchte, okay, dann müssen wir das tun und dann warten wir auch. Also es ist immer das Gleiche. Die jetzt nicht loslegen, sondern warten, warten und warten, das ist letztendlich der Tod eines jeden Haustraumes. Man kann aus jeder Situation was machen und man muss jede Situation einfach nehmen, wie sie ist und das Beste draus machen. Das, auf was ich jetzt überhaupt nicht eingehen möchte, das sind Plastikfenster. Die werden natürlich auch teurer werden. Erstens passen sie nicht zum Haus. Zweitens ist der primäre Rohstoff dafür genauso Erdöl und werden genauso vom Preis her steigen und vom optischen her sind sie einfach indiskutabel zu verwenden. Bleiben wir nochmal bei den Metallen.
So zum Beispiel ist auch Nickel ein Hersteller. Also jedes Fensterbrett, was ihr draußen bei uns seht, jede Blechabdeckung, die ihr seht, da ist Nickel enthalten. Und dieses Nickel ist auch seit letzter Woche zu dieser Woche nochmal um 6% gestiegen. Das bedeutet, das ist ein Allzeithoch seit den letzten 15 Jahren. Also ihr merkt einfach, dass es in allen Bereichen einfach teurer wird. Und der flexibel ist, der die besten Ketten hat, der auch eine starke Einkaufsmacht ist, der ist hier echt im Vorteil gegenüber kleinen Produzenten und kleinen Zimmereien logischerweise. Die erste Frage bei jedem Kunden ist natürlich der Holzpreis. Und der Holzpreis ist natürlich im vergangenen Jahr geradezu explodiert. Das letzte Mal ist diese Preissteigerung, die wir zu verzeichnen haben, im letzten Jahr 2021, 1949 gewesen. Also so exorbitant sind die Holzpreise gestiegen. Und wir haben zum Jahresende jetzt eine Stagnation verzeichnet gehabt. Im Gegenteil, bei uns sind die Preise runtergekommen von Januar bis jetzt. Und es ist aber jetzt wieder, seit gestern weiß ich, dass ab nächste Woche die Holzpreise auch bei uns steigen werden. Das heißt, wir haben jetzt diese Woche noch Verträge, die wir machen, wo die Leute sofort die Anzahlung geben, weil auch da sind wir angehalten, dass unsere Produzenten sagen, wir müssen jetzt einkaufen, wir müssen jetzt das Holz sichern, zu uns liefern lassen, einlagern. Das bedeutet, dass wir also eine große Bewegung bei uns im Unternehmen haben. Seit gestern, also seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine, dass wir die Verträge schließen, die wir alle auf Halde jetzt hatten oder besser gesagt, die jetzt kurz vor dem Abschluss sind, dass wir diese Verträge schließen, alle noch innerhalb von dieser Woche, arbeiten wir stark dran, dass die Anzahlung Anfang der Woche kommt, sodass wir sofort Holz und Fenster und alles kaufen können. Dann haben wir für den Kunden dort noch einen Fixpreis, den wir halten können. Ansonsten können wir ein Angebot auch nur noch 14 Tage halten. Aber unter diesen Umständen für die Leute, die jetzt schnell waren, die jetzt an der Stelle stehen, wo sie beginnen können, wo wir die Baugenehmigung alles haben, die werden im Moment durch ihre Schnelligkeit belohnt und da können wir den Preis garantieren bis zur Auslieferung des Hauses. Und natürlich ist Russland auch durch sein großes Aufkommen an Nadelhölzern eine entscheidende Stellpreisschraube für den Holzpreis, für den weltweiten Holzpreis. Natürlich hat auch also ein Rückgang des Exportes von russischen Hölzern eine nachhaltige Auswirkung auf den weltweiten Holzpreis. Das kann man natürlich auch nicht verleugnen. Trotz dieser ganzen Umstände haben wir eine ungebrochene Nachfrage nach unseren Häusern. Im Gegenteil, die Nachfrage ist drastisch gestiegen in den ersten 2 Monaten dieses Jahres. Und auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die Baugenehmigungen gestiegen, die immer ein Indikator sind für den Bau an sich oder für die Bauwirtschaft an sich. Seit gestern nach dem Einmarsch der Truppen in die Ukraine sind natürlich auch die Börsen gecrasht. Das bedeutet, dass die Menschen raus sind aus den Aktienanlagen und gehen lieber in Substanzwerte, wie zum Beispiel in Gold, also in Sachwerte wie Gold, Silber, legen ihr Geld dort an, weil sie sich da viel sicherer fühlen. Und natürlich sind die Immobilienpreise weiter drastisch am Steigen. Das heißt, die Menschen möchten ihr Geld in die eigenen vier Wände stecken, möchten etwas Sicheres haben. Und deshalb ist auch nicht zu erwarten, dass sich hier in kurzer Zeit am Immobilienmarkt oder in den Baupreisen irgendetwas verbilligen wird. Also die bis jetzt mutlos waren und gewartet haben, die staunen natürlich jetzt nochmal über einen drastischen Preissprung. Und die, die schon während der Pandemie trotz steigender Preise reagiert haben, die freuen sich natürlich jetzt, dass ihre Immobilie, die sie angeschafft haben, an Wert gewinnt. Und die Kunden, die wir in dieses letzte Jahr 2021 gebaut haben, was nicht ganz einfach war und die auch etwas Geduld haben müssen, weil wir viele Lieferverzögerungen auch hatten, die dort auch selber mit kreativ werden wollen, die sind natürlich jetzt belohnt und freuen sich natürlich, weil sie sehen, wie sich der Markt einfach drastisch weiterentwickelt haben und dass sie die absoluten Gewinner aus dieser Zeit oder aus diesem schnellen Handeln heraus geworden sind. Wer also jetzt kurz vor dem Bau steht, schwankt und hin und her überlegt, der sollte sich jetzt einfach mal beeilen und in die Puschen kommen. Wer zuerst kommt, der malt zuerst. Ich erlebe das jeden Tag. Wir haben die Zögerer, die so viel hin und her wanken, überlegen und ändern und an Kleinigkeiten Stellschrauben hin und her drehen und dieses ganze große Ganze völlig aus den Augen verlieren und sich dann so lange wundern, bis der Zug abgefahren ist. Ich habe Familien, die im Januar noch durch die totale Ausrichtung und auf den Fokus, auf das Wesentliche, die komplette Förderung
der KfW eingestrichen haben. Und ich habe eben Familien, die es nicht bekommen haben, die bis zum Schluss an der letzten Stellschraube hin und her gedreht haben und an Kleinigkeiten, was weiß ich, ob ein Geländer dran muss oder nicht dran muss und so lange herumgedoktert haben, dass den großen Fokus aus dem Auge verloren haben und immer ins Detail, ins ganz kleine Detail gegangen sind und dadurch diesen Zug verpasst haben und jetzt auch dieser Förderung hinterher schauen. Und die Förderung war durchschnittlich, wenn man es richtig gemacht hat, fast 70.000 Euro bei so einem Einfamilienhaus. Es wird wieder etwas kommen, wir wissen nicht genau was, wir nehmen an oder wir vermuten, so kriegen, haben wir es aus Insider-Quellen erfahren, dass es eine Förderung geben wird, die jetzt rein auf Nicht-Primärenergien ausgelegt sein wird. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Solaranlage aufs Haus kommt und ein Speicher kommt, dann kostet das ungefähr 18.000 Euro alles zusammen und wahrscheinlich wird es ähnliche Vergütung wieder bekommen, sodass das mehr oder weniger geschenkt ist. Also so sind unsere Insider-Informationen. Wir müssen aber warten, es ist rein spekulativ. Wir müssen einfach warten, was die KfW sich jetzt ausknuspert und vor allen Dingen, wann sie es sich es ausknuspert. Aber das ist auch noch ein wesentlicher Punkt. Ich habe Menschen, die im Moment an der Stelle stehen, dass sie auf die KfW warten. Jede Wette ist ein Fehler. Also wer bauen will, der sollte im Moment nicht auf die KfW warten. Das ist für meine Begriffe nicht einzuholen von den Preisspringen, die jetzt kurzfristig zu erwarten sind. Der sollte einfach jetzt starten und jetzt mit seinem Bau beginnen. Lieber andere Denkvorgänge haben, was man einsparen kann. Wie sollte man nun denken? Also das machen viele Kunden von mir oder besser gesagt, wir bereiten das bereit in unserer Planung so vor, weil wir denken, das ist ein guter Weg. Man hat trotzdem den großen Wunsch, das Maximale aus seinem Budget rauszuholen, das maximale Haus zu bauen. Jetzt steigen die Preise, die Förderungen gehen zurück. Das bedeutet, man kann sich nicht alles leisten. Und kurzfristig sind auch die Zinsen gestiegen, knapp um einen Prozentpunkt sogar. Das glauben wir jetzt nicht, dass es weiter anhält mit der Zinssteigerung, glauben wir nicht. Aber trotzdem, sie sind leicht angestiegen und jetzt bedeutet es für viele Familien, was mache ich jetzt? Kann ich überhaupt noch bauen? Gibt die Bank mir überhaupt noch das Geld? Und jetzt sind wir gefragt natürlich, jetzt sind wir in der Planung gefragt. Jetzt muss man überlegen, was kann ich nach hinten stellen? Muss ich meinen Kamin jetzt sofort haben? Ein Kaminzug, ja, aber den Kamin an sich bauen, das kann ich erst auf zu einem späteren Zeitpunkt. Muss ich jetzt zum Beispiel eine gedämmte Garage haben? Oder mache ich mir nur ein Carport und mache mir die Garage später zu? Oder zum Beispiel, muss ich jetzt ausgerechnet die Sauna haben oder kann ich die Sauna mir nur die Anschlüsse vorbereiten und zu einem späteren Zeitpunkt bauen? Das sind so Sachen, die man sich überlegen muss, sodass man das Grundgerüst des Hauses hat und wenn man die Finanzierung jetzt nicht für alles bekommt, dass man sich solche Schritte einfach nach hinten legt. Das heißt, das sind Wünsche, die man jetzt nicht unbedingt sofort für den Einzug benötigt, sondern nach hinten stellen kann. Familien, die das verstehen und von vornherein so überlegen, die sind auch schnell in der Entscheidung und die sind auch schnell im Vorwärtskommen und die profitieren natürlich jetzt von unseren vorgebunkerten Materialien und dass wir einfach noch Festpreise geben können für die nächsten 15 Häuser in jedem Falle. Wir haben das ausgesprochene Glück natürlich, dass wir auf viele Produktionsstätten, insgesamt 7, zurückgreifen können. Das heißt, wir hatten bis jetzt absolutes Glück und ich denke auch, wir sind da eine sehr große Ausnahme, dass wir einfach mit sehr, sehr extrem wenig Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatten. Wir haben nie einen Holzmangel gehabt und das liegt aber nur durch diese breite Aufgestelltheit, die wir haben und dass wir auch flexibel sind, wo wir, auf welchem Markt wir das Holz einkaufen. Größtenteils ist es der österreichische Markt, wo wir sehr stark vertreten sind im Einkauf von Holz und anderen Baustoffmaterialien. Wir haben aber eine sehr lange Vorlaufzeit, das müsst ihr berücksichtigen. Das heißt, ihr habt mindestens 6 Monate Vorlauf, ehe ihr überhaupt wisst, was wird das Haus mich wirklich kosten. Dann könnt ihr zur Bank gehen und fragen, bekomme ich dieses Haus so finanziert, muss ich Abstriche machen? Das heißt, ihr müsst euch wirklich schnell entscheiden, damit ihr diesen Vorlauf, den wir brauchen, ganz einfach, um euch überhaupt an die Stelle der Entscheidung zu bringen, ob ihr jetzt baut oder erst im halben Jahr baut, um euch an diese Stelle zu bringen, haben wir einen enormen Vorlauf. Unsere Planungszeiten sind lang, wir haben eine große Nachfrage. Das heißt, ihr müsst euch zügig entscheiden zu beginnen, damit wir euch überhaupt in die Lage versetzen, zu der Entscheidung zu bringen,
ob ihr jetzt bauen wollt, ob ihr die Finanzierung bekommt. So, schauen wir jetzt mal in die Zukunft. Wie könnte es zukünftig aussehen? Diese Situation mit den steigenden Rohstoffpreisen, die hatten wir 2007. 2007 ist die Eigenheimzulage weggefallen oder das Baukindergeld, eins von beiden. Da war bis Ende 2007 war die Auftragsbücher knackevoll, so genau wie es jetzt ist. Die Baupreise sind ins Unermessliche gestiegen, die Landpreise sind gestiegen. Und das bedeutete, durch diesen Wegfall der Förderung ist ein Großteil der normalen Familien, also Familien mit einem normalen Einkommen, konnte nicht mehr bauen, sind weggefallen. Also es sind die Familien, die sehr eng ihre Finanzierung geschnürt haben, wo es dann bei 20.000 haben oder nicht haben, darum geht, kann ich bauen oder kann ich nicht bauen. Dieser große Teil ist weggefallen und das wird jetzt auch so sein. Familien, die sehr eng finanziert haben und angewiesen waren auf 70.000 Förderung oder auf 30.000 Förderung, darauf angewiesen waren und das jetzt wegfällt, dazu die steigenden Rohstoffpreise, die steigenden Baupreise, die rasant steigenden Baupreise. Wenn das alles zusammenkommt, wird ein Großteil der Familien in Deutschland, Österreich und in der Schweiz nicht mehr bauen können. So, und jetzt haben wir es natürlich im Fall, jetzt ist die Nachfrage natürlich geringer, das heißt, es fällt ein Großteil weg, die nicht mehr bauen können, also werden die Baupreise tendenziell sinken. Nur wann ist das? Jetzt haben wir Auftragsbücher, bei der Fertighausindustrie weiß ich es, die Firmen, große Firmen, die sind ausgebucht die nächsten 3 Jahre. Das heißt, es ist nicht vor 2 Jahren zu erwarten, dass die Baupreise runterkommen. Das sagt auch die Vergangenheit, das heißt, in 2007 könnt ihr das auch sehen. 2007 ist 2009, wenn ihr euch statistische Blätter anschaut, der Baupreisindex ist 2009 sehr stark nach unten gegangen. Das heißt, 2007 war eine Hochkonjunktur, dann wurde noch alles durchgepresst. In 2 Jahren wurde es abgearbeitet und nach 2 Jahren gab es einen Cut und plötzlich keine Aufträge mehr. Sowas kann jetzt genauso kommen oder besser gesagt, sowas wird kommen, ist nur die Frage, wann. Also spätestens in 3 Jahren denken wir, dass dort auch die Baubranche sehr zu knappern haben wird und das Ganze wieder nach unten geht. Ob die Preise wieder zurückkommen, so wie vor der Pandemie, das können wir uns natürlich auch nicht vorstellen, weil natürlich dem entgegen eine maßlose Inflation gerade wirkt. Logischerweise auch die Löhne steigen. Also diese Spirale, die existiert. Wir haben natürlich mit Inflation zu kämpfen. Trotzdem sind wir der Meinung, dass in nächster Zeit also eine Erhöhung der Kreditzinsen nicht zu erwarten ist. Also ich glaube, dann kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, das ist rein spekulativ. Wenn ihr also unsicher seid und nicht genau wisst, was ihr jetzt machen sollt, dann nutzt das einfach. Ich nehme mir gerne Zeit für euch. Nutzt das einfach. Geht bei uns in ein kostenloses Erstgespräch. Ich checke gerne kurz eure Situation, sage, ob ihr eine Chance habt oder keine Chance habt, ein Haus zu bauen. Und was wir natürlich machen, wir bereiten natürlich unsere Tiny-Häuser, ich nenne sie mal Tiny-Häuser, sie sind aber nicht beweglich, sondern es sind kleine Cottage-Häuser, die wir durchstylen und die es für einen richtig guten Preis geben wird, wo Familien auch mit einem geringen Budget Einsteigehäuser haben, die sich selber erweitern können und die richtig toll und schlucklig aussehen. Also sowas bereiten wir auch vor. Es kommt in diesem Jahr, auch in Kürze. Wir bauen bereits die ersten 3 Stück davon jetzt. Und auch da werden wir euch davon berichten. Aber das ist eine Chance für eine kleine Familie mit einem normalen Einkommen, doch ihr Haus zu bauen und das auch noch in dem Style, den sie sich wünscht und der ihnen an die Seele geht. Ja. Und wenn ihr aber jetzt nicht wisst, was sollt ihr machen und ihr könnt eure Situation absolut nicht einschätzen, dann nutzt einfach die Chance zum kostenlosen Erstgespräch bei uns. Ihr könnt euch hier unten in der Nähe des Videos, ist ein Button, könnt ihr euch dazu bewerben. Und in jedem Fall schaut die nächsten 2 von mir für euch empfohlenen Videos an. Dort lernt ihr einiges über Finanzierung und abonniert jetzt diesen Kanal, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein brandneues Video für euch vorbereitet haben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt natürlich den Daumen hoch, dann wird es auch anderen Zuschauern empfohlen. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.